Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, bei Miga Caravan in Dinkelsbühl. Wir haben wieder ein neues Thema, und zwar Lithium-Akku. Lithium-Akku ist ein breites Thema. Warum Lithium-Akku? Wie groß soll der Lithium-Akku sein? Welche Amperestundenzahl, welche Leistung, welchen Speicher? Und. Da gibt es wilde Diskussionen auf der Caravan Salon 2023. Ganz viele Anbieter von Lithium-Akkus. Jeder will auf den Markt und jeder hat was Neues. Und ja, wir haben uns für eine Marke entschieden. Da gibt es immer wieder Neuigkeiten. Wir haben WCS-Lithium-Akkus. Wir haben uns mit dem Thema breit beschäftigt. Wir hatten früher andere Hersteller. Wir haben auch verschiedene Hersteller schon ausprobiert. Ich komme immer wieder auf meinen gleichen Nenner, warum ich bei WCS Lithium-Akkus verbaue oder von WCS Lithium-Akku verbaue und warum ich persönlich auch von diesen Akkus sehr, sehr angetan bin und sehr begeistert bin. Das ganze Thema möchte ich mit euch mal kurz erörtern, mal durchsprechen, und ich möchte euch einen wundervollen neuen Akku vorstellen. Ich muss ehrlich sagen, der Akku ist echt klasse. Kapazität klasse, Speicher klasse, Werte klasse, Gewicht sowie Größe und das, was er alles kann. Also bleibt dran, wenn euch das interessiert, dann gehen wir gleich los in die Werkstatt und fangen an. Hier haben wir liegen den neuen Cyclon Icepack 320 Amperestunden Speicher. Das ist natürlich schon ein hervorragender Akku, qualitativ gigantisch, Metallgehäuse, sehr robust. Was soll man dazu sagen? Aufschraubbar, somit natürlich auch reparabel, wenn verschiedene Dinge dran sind, kann man dementsprechend auch Hand anlegen. Man kann den Akku auslesen, hier hat er eine Schnittstelle von WCS, wenn da mal was dran ist, kann man dementsprechend den Akku auch auslesen, wo der Fehler liegt, was mit dem Akku passiert ist, was damit gemacht worden ist. Der Akku hat eine Gesamtleistung von oder Gesamtspeicherkapazität von 320 Amperestunden, entspricht 4096 Wattstunden, ist schon echt eine geile Geschichte. Passt unter jedem Sitz, Fahrer, Fiat Ducato, Peugeot und so weiter. Macht für mich auch total Sinn, weil da kann man nämlich wunderbar verbauen. Man kann dann aber auch natürlich in jedes andere Fach verbauen. Hochkant kann man verbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das Allertollste, was ich persönlich finde, man spart sich unheimlich viel Platz, weil hier dahinter, da schauen wir gleich mal rein, sind natürlich auch noch drei Sicherungen verbaut. Das heißt, hier haben wir verschiedene Sicherungsformen, eine Megasicherung mit 150, sprich zweimal Midi-Sicherung mit 80 Ampere, die natürlich entsprechend ausgetauscht werden können, was wir hier anschließen. Hier haben wir die verschiedenen Pole. Hier haben wir auch die LED-Leuchten. Wenn mal eine Sicherung kaputt ist, dann wird hier gleich ein Lichtchen aufleuchten. Dann sieht man sofort, okay, Sicherung kaputt, muss man austauschen. Hat gewisse Vorteile. Ich muss nicht extra wieder die Kabelleitungen absichern. Ab Pol ist schon abgesichert. Echt geil. Macht natürlich richtig Spaß. Die Schnittstelle ist da, habe ich schon erwähnt. Dann hat er natürlich bis minus 25 Grad Heizfliese verbaut, dass auch hier echt nichts anbrennen kann. Im Winter, selbst wenn er mal in der Außenklappe verbaut ist, auch das funktioniert tadellos, ist überhaupt kein Problem. Und das macht natürlich ja, den Akku schon mega interessant. Jetzt gehen wir mal dazu hin und schrauben das Ganze mal auf und dann schauen wir uns mal das Ganze im Inneren an.
So, hier sehen wir die Sicherungen, 150 Ampere, 80, 80 Ampere. Wie gesagt, die kann man dementsprechend anpassen, austauschen. Was man dementsprechend braucht, was man hier anschließt, das ist ja ganz maßgeblich, dass man die dann dementsprechend immer anpasst und korrigiert. Die Sicherungen haben natürlich den Vorteil, dass ich ohne Probleme, ohne Sicherungshalter extra montieren muss, sofort meinen Anschluss hier habe, abgesichert und die Leitung ist fertig. Keine Sicherungshalter extra montieren. Der Platz ist ja oft das Problem. Wo montiere ich die Sicherungen, wenn der Sitz schon ausgefüllt ist? Irgendwo an der Seite. Man kommt schlecht hin. Hier ist es gut ersichtlich. Ich komme hin und vor allen Dingen, ich werde durch die LED-Leuchten sofort alarmiert, wenn da eine Sicherung defekt ist, dass man sofort reinschauen kann und sieht, was jetzt hier Sache ist. Das hat natürlich schon einen riesen Vorteil. Und jetzt kommen wir für mich natürlich auch noch zum allergrößten Vorteil. Die ganze Geschichte ist natürlich auch noch zertifiziert und geprüft. Wir haben die ECE 10 Prüfung, wir haben die 38.3 Prüfung, wir haben die CE-Kennzeichnung, also sprich Zertifikatprüfung für den ganzen Akku. TÜV geprüft. Es wird immer unterschätzt. Ja, gibt es auch ein ganz tolles Video, das hat die Firma WCS auch schon mal verlinkt, vom WOMO-Click. Der hat es auch schon mal thematisiert, das Ganze. Wenn ein Akku verbaut wird, der nicht geprüft, zertifiziert und dementsprechend zugelassen ist, dann hat man halt einfach schlichtweg das Problem, dass wenn mal ein Brand stattfindet oder ja, ein Versicherungsschaden verursacht durch den Akku, ja, dann wird es eventuell schwierig. Und das ist eine Geschichte, ist nun mal eine Gesetzeslage, die man schon berücksichtigen sollte. Und da bin ich halt auch mit meinen WCS-Produkten auf der sicheren Seite, wo ich keinerlei Schwierigkeiten kriege. Macht für mich unheimlich viel Sinn, somit kann ich gedankenlos die Produkte sorglos verbauen, bin immer auf der sicheren Seite, dass alles, was ich verbaue, auch hundertprozentig safe ist. Was für mich auch noch eine Riesenrolle spielt, 320 Amperestunden. Jetzt kann man sagen, ja, es gibt Akkus, die können ja in der Größenordnung schon, ich glaube, aktuell 500 Amperestunden oder irgend sowas, wo ich immer sage, Leute, man muss schon langsam mit der Kirche im Dorf bleiben. 320 Amperestunden für einen Normalcamper ist das schon echt eine Hausnummer. Es muss ja auch alles irgendwo bezahlt werden. Die Akkus kosten alle ein Wahnsinnsgeld. Wenn ich dann wirklich mehr habe, kann ich natürlich 2 und 3 von den Kisten hier verbauen. Das betrifft dann aber wirklich die großen Fahrzeuge. Dann empfehle ich sowieso immer 2, 3 Akkus zu nehmen. Dann bin ich redundant. Jedoch, wenn ich einen Kastenwagen habe, wenn ich ein ganz normales teilintegriertes Fahrzeug habe, da reicht 320 locker aus. Also gestern haben wir einen schönen Kastenwagen gehabt von einem ganz lieben Kunden von uns. Der hat einen Akku gekriegt, hier genau den mit 320 Amperestunden. Der macht den Akku so schnell nicht mehr leer, weil er hat kein Induktionskochfeld, er hat kein Thermomix, der permanent läuft, sondern er hat einfach nur ein bisschen Fernseh, ein bisschen Licht, ein bisschen Handy laden, Laptop machen und das war's. Kompressorkühlschrank hat er noch und natürlich auch eine Solaranlage. Da ist das dann schon echt eine Größenordnung, mit der kann ich super geil arbeiten. Ich persönlich habe in meinem Fahrzeug aktuell 400 Amperestunden total überzogen. Ich werde mir jetzt auch diese Akkus hier einbauen, weil die einfach genial sind und man braucht nicht mehr. Also das ist einfach, das kommt immer darauf an, was man natürlich macht mit seinem Fahrzeug. Da kann man aber die Stromverbräuche gut errechnen, dass man dementsprechend umgehen kann und weiß, was brauche ich nicht, was kommt wieder rein. Das ist ein schönes Spiel, wo man mit ganz tollen Rechenbeispielen alles ausrechnen kann, wo wir ja in unseren Beratungen einzeln intensiv machen, damit der Kunde wirklich das kriegt, was er will. Ich zeige euch jetzt mal nur ein kleines Beispiel, wie man sowas einbauen kann, wo man sowas einbauen kann. Da gibt es verschiedenste Beispiele, natürlich auch unterm Sitz. Da passt er eben drunter, aber auch eben in Staufächer und so weiter.
So, hier sehen wir jetzt das Fahrzeug, da gibt es noch mal extra Video drüber. Aber hier sehen wir einmal, zack, zweimal. Kann man ohne Probleme hier auch ins Staufach reinbauen, überhaupt kein Problem. Und am Sitz haben wir hier jetzt keinen Platz, weil da ist eine alte Heizung. Da passen die natürlich nicht mehr rein, also wird das Ganze hier eingebaut. Und das Fach ist sowieso leer gewesen, überhaupt kein Thema. Also das macht eben richtig Spaß. Und hier haben wir dann eben auch gleich die Sicherungen dementsprechend und kann super gut damit arbeiten und spart sich einen Haufen Kabellegerei. Für mich hat der Akku einfach nur Vorteile, allein schon von seiner Bauform her, von seiner Kapazität, von dem, was er kann. Hauptschalter integriert, App gesteuert. Das heißt, ich kann den in der App ein- und ausschalten. Ich brauche keine großen Schalter von dran, die dementsprechend das Ganze nicht mehr schalten können oder beziehungsweise wo noch modsmäßig auftragen. Ich habe einen Entladungsstrom auf Dauer von 200 Ampere. Ein riesen Ding, 200 Amperestunden. Also 200 Ampere ist schon eine Riesenkapazität, wo ich hier auf Anhieb Dauerbelastung rausziehen kann. Der Temperaturbereich für die Ladung ist von 0 bis 55 Grad. Für die Entladung von minus 25 bis 60 Grad. Wahnsinn! Also auch das ist schon richtig geil. Ich weiß gar nicht, was soll man da sagen? Also das ist schon eine heftige Geschichte. Eine Verschaltung ist parallel möglich. Die Größe, wie gesagt, passt unter jedem Sitz. Der maximale Ladestrom ist 100 Ampere, ist ja auch eine Nummer. Das heißt, wenn ich mir mit 100 Ampere lade, ist das Ding in 3 Stunden voll. Auch das ist richtig cool. Also rundum ist das ein Akku, mit dem er wirklich was anfangen kann. Schaut da sehr edel aus. Ne? Also er lässt schon immer hier die schönen Dinger da machen, schön graviert. Also ich finde es rundum ein echt geiles Teil. Ich werde den auf Herz und Nieren auch testen. Ich werde den bei mir verbauen. Ich werde mal gucken. Ich bin mir aber sicher, da haben wir absolut kein Problem. Der Akku ist einfach der Wahnsinn. Ich glaube sogar, die Bezeichnung auf der WCS-Seite von es ist eine echte Weltneuheit, das ist schon wirklich klasse. Das ist auch wirklich die Wahrheit. Man kann das nicht mit einem BMS gesteuert. Das ist natürlich auch noch, ist ein Aktivbalancer drin. Das ist auch ganz wichtig, der die Zellen innen gut miteinander ausgleicht. Auch das ist ein Riesenthema. Was soll man sagen? Also ich bin begeistert von dem Akku. Ich werde ihn hoffentlich oft verbauen können. Allein schon, wie gesagt, von der Bauform. Und jetzt nochmal ganz kurz auch zu meiner Erfahrung bezüglich der Garantie. Wir haben hier 5 Jahre Vollgarantie. Das ist immer so ein wesentlicher Faktor, weil ich habe auch schon bei den Mitbewerbern mal telefoniert, wie es denn da ausschaut, wenn ein Akku kaputt geht. Ich kriege immer wieder die gleiche Antwort, der Akku muss eingeschickt werden. Hier haben wir eine 5-jährige Vollgarantie. Das heißt, wenn irgendwas wäre, wie bei allen anderen Geräten, wird das Ding ausgebaut, an Ort und Stelle sofort erneuert, sodass da überhaupt kein Thema ist, von wegen, ich muss einschicken, Wartezeiten, das Fahrzeug ist ohne Akku und so weiter. Und dann geht es auch gleich wieder los. Ich finde, alles in allem ist das Ding ein Megateil. Also ich bin begeistert. Ich werde noch mehrere Teile über den Akku machen. Wir werden den ersten, wenn wir da hinten, wo ich als Einbaubeispiel gebracht habe, das verbaut habe, weil ich euch teilhaben lassen, wie das Ganze ausschaut, wie die Funktion ist. Da verschalten wir es ja parallel. Der hat 2 Akkus. Und ja, ich lasse euch jedenfalls da intensiv mit teilhaben, weil ich möchte selber auch wissen, was das Ding alles wirklich kann. Und ich weiß heute schon, das Ding ist unschlagbar. Der ist richtig geil. Ja, den Akku wollte ich euch unbedingt vorstellen, weil ja, ich habe ja schon erwähnt im Video, ich finde den richtig, richtig cool.
Er hat jetzt ein breites Spektrum. Er hat 100 Amperestunden, 155 Amperestunden, 188 Amperestunden, 320 Amperestunden, 200 Amperestunden habe ich vergessen. Und wie wir alle den Götz kennen und die Firma WCS kennen, die sind permanent am Weiterentwickeln. Da kommen noch ganz, ganz tolle neue Sachen. Dieses Jahr vielleicht sogar noch was. Also ich bin wirklich, wirklich, wirklich begeistert vor dem Teil. Und am begeisterten bin ich, dass ich den Service euch, dem Kunden, weitergeben kann. Weil wenn mal was ist mit dem Akku, wenn mal was ist mit seinen Geräten, dann wird ausgetauscht. Kürzlich hat man wirklich mal einen Fall, 3000er Kombi hat einen Fehler gebracht, hat keinen Strom mehr geliefert. Was war das Ende vom Lied? Der Kunde kam her, wir haben das Ding rausgeschraubt, innerhalb von 3 Stunden, zack, bumm, hat sofort ein neues gekriegt und dann haben wir die ganze Geschichte wieder eingebaut und dann war es erledigt. Also das ist schon echt eine tolle Sache und da muss ich sagen, da ist halt einfach die Firma WCS schon einmalig. Die Garantie ist eine Vollgarantie, kein ich schick mal ein, ich lass mal irgendwie was liegen, lass den Kunden wieder wegfahren ohne und nach 5, 6, 8, 10 Wochen rufe ihn dann wieder an, ist er stinksauer und das ganze Ding muss wieder eingebaut werden. Ich finde es geil, macht euch euer eigenes Bild, ich halte euch auf dem Laufenden, ich nehme euch wieder mit, wenn wir die ersten Tests machen und bis dahin sage ich, passt auf euch auf, gute Zeit und bis bald, euer Micha. Ciao, ciao. We'll be right back.